Ja, der Arte Stadt TV ist ein soziokultureller Verein hier in Gotha. Er ist jetzt 25 Jahre schon aktiv, das heißt, wir haben uns 1995 gegründet. Ursprünglich aus einem Theaterverein, also er hieß auch früher mal Theater e.V. und hat sich 2001 dann in Arte Stadt e.V. umgenannt, weil wir nicht nur Theater machen, sondern alle Künste vereinen, also auch bildende Kunst, Literatur, Film, ja, Theater natürlich als Schwerpunkt, aber eben auch wirklich alle Künste ansprechen wollen. Allerdings war trotzdem das Theater immer so unser Steckenpferd und auch unser Hauptaugenmerk die ganzen 25 Jahre. Das Fundament ist unsere neue Spielstätte im Kulturhaus Gotha, im ehemaligen Kino im Kulturhaus, das heißt im unteren Bereich. Und dort haben wir die drei Kinoräume, die es da mal gab, in einen Theaterspielort umgebaut. Wir haben im ersten Moment gedacht, ganz schön klein für Theater, auch aufgrund der, auch der Deckenhöhen. Aber wir haben, glaube ich, was sehr Schönes draus gemacht und auch mit viel Unterstützung der Stadt und der Stadtverwaltung da eine kleine, gemütliche Spielstätte integriert. Ja, das ist ein schweres Thema. Also wir haben Nachwuchs im Theater, aber es ist schon schwierig. Also es wird immer schwieriger, auch Nachwuchs zu finden. Also es ist aber nicht nur im Theaterbereich so, sondern in allen Vereinen und ehrenamtlichen Bereichen ja gerade so ein Problem, an die jungen Menschen ranzukommen oder auch an die Älteren sogar heranzukommen. Jetzt natürlich unter Corona nochmal erschwerter, weil man nur noch digital agieren kann. Aber der Nachwuchs im Theaterbereich ist, glaube ich, auch deswegen erschwert, weil auch in meiner Jugend schon, aber auch heute das Theater immer noch so einen, ja, so einen verstaubten Charakter hat. Das was Altes, aber es ist es ja gar nicht. Und gerade Theater ist ja eigentlich immer sehr an der Zeit und will modern sein und will auch neue Themen aufgreifen. Und dadurch sind natürlich auch solche Formen wie Performance immer bekannter geworden. Und das ist ja auch bei uns das Steckenpferd, dass wir kein verstaubtes Theater machen, sondern sehr zeitgenössisches, sehr am Puls auch der Jugendlichen dran sein wollen und deren Themen aufgreifen. Und da auch wirklich versuchen, ihre Welt, ja, das, was sie wollen, auch aufzunehmen und umzusetzen. Das ist uns ganz wichtig im Theater. Und das ist eben nicht das verstaubte klassische Theater nur ist. Es ist es auch, aber nicht nur. Über zwei Wege eigentlich. Einmal habe ich schon bereits in der 6. Klasse im Schultheater am Arnoldi-Gymnasium Theater gespielt. War da allerdings auch sehr, ja, noch sehr naiv und schüchtern und unbedarft und habe dann in einem Theaterferienlager 1992 die Leute vom heutigen Arte Stadt e.V. kennengelernt. Das war ein Ferienlager, was damals von einem Gründungsmitglied organisiert wurde, über damals noch das Haus der Jugend und das Haus der Pioniere, was es zu DDR-Zeiten war. Und in diesem Ferienlager habe ich dann irgendwie so diese Leidenschaft für Theater wirklich entdeckt und auch ja, die Freiheiten und Möglichkeiten, die man über Theater hat, für mich ja, lieben gelernt und war eigentlich Schwimmerin und bin dann vom Schwimmen direkt zum Theater und seitdem auch dort geblieben. Ja, die Berufung. Ich hoffe, dass ich gerade auch jetzt und in die Zukunft geschaut, das Theater und auch die Kunst an die Jugend und an die Kinder also dass es weitergeht und dass es immer wieder neue Kunstformen gibt, immer wieder neue Theaterformen sich entwickeln und dass es nie aufhört, dass es so etwas gibt wie Kunst, Medien und ja, einfach auch diese freie Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen, die es ja im Theater oft einfach gibt. Oh ja, Lampenfieber habe ich immer, auch jetzt. Und ich glaube, das brauchen wir auch, also wir Schauspieler. Weil ohne Lampenfieber funktioniert es, glaube ich, gefühlt nicht. Also es wird immer weniger natürlich, aber gerade zu Premieren ist das Lampenfieber so stark, dass man einen Energieschub hat, der dann auch das machbar macht, was es dann auch wird. Und im Laufe der Stücke, also wenn man dann das Stück, weiß ich nicht, 50 Mal gespielt hat, wird das natürlich immer weniger. Allerdings, wenn neue Herausforderungen sind, wie, was weiß ich, ein besonderes Publikum, weil irgendwie andere Theaterschaffende sitzen oder weil
ganz viele kleine Kinder vor einem sitzen, wo man ja nie weiß, wie die reagieren, wie die das aufnehmen, ist man schon auch trotzdem auch bei der 50. Aufführung aufgeregt. Ja, unsere aktuelle Präsenz versuchen wir natürlich wie viele andere auch gerade über die digitalen Medien aufrechtzuerhalten. Also alle Social Medias, die es so gibt, benutzen wir natürlich auch. Mit unseren Mitgliedern versuchen wir über Newsletter und über verschiedene kleinere Posts auch in Kontakt zu bleiben. Es ist natürlich nicht so einfach, weil wir alle Generationen ja vereinen. Wir haben ja nicht nur junge Menschen, sondern eben auch schon ältere Menschen. Die zu erreichen ist nicht so einfach über die digitalen Medien. Da sind wir dran, auch da andere Wege noch zu gehen. Aber wir haben auch ein neues Projekt, das heißt Lebendige Zukunft. Das ist jetzt im März hat es gestartet. Hier versuchen wir auch über Briefkästen an Bäumen und an Häusern die Menschen irgendwie zu erreichen, über Flyer und Handzettel und kleine Briefchen, so ganz klassisch wie früher. Wir haben einen Osterspaziergang gemacht, also eine kleine Wanderung über den Kranberg, der analog war. Das heißt, man konnte in seiner kleinen Familie oder auch allein oder zu zweit diesen Weg laufen, um halt nicht nur alles digital zu haben. Also, wir haben es kennengelernt jetzt auch und verstärkt auch genutzt oder nutzen es verstärkt, aber wir schätzen auch sehr natürlich den analogen Bereich, gerade wenn man auch vom Theater kommt. Wir nutzen viel digitale Sachen im Theater, was Musik betrifft, was auch Videoprojektionen betrifft, aber wir lieben schon den analogen und den direkten Kontakt mit dem Publikum. Eben dieser Unterschied zum Film. Also das ist schon das, was uns ausmacht im Theater. Die Motivation in Corona-Zeiten ist durchzuhalten, für uns als Arte Stadt, für mich privat auch durchzuhalten, einfach alles unter einen Hut zu kriegen mit Kinderbetreuung und Familie, Arbeit, Stelle und aber was uns auch sehr wichtig ist, den Kontakt zu halten zu unseren Mitgliedern und auch zu Teilnehmenden, zu Mitarbeiterinnen etc. und den Verein gut über diese Zeit zu bringen, so gut es uns halt gelingt. Und wir werden natürlich bestimmte Bereiche reduzieren müssen, wir müssen uns vielleicht auch ein bisschen verändern, also wir werden uns verändern, das wird uns einfach verändern, auch miteinander, aber das spornt uns an. Und was uns auch wichtig ist, also ich glaube, da kann ich auch in Wir-Form sprechen, ist, dass die Zeit uns einige Sachen lehrt, wie wir miteinander umgehen, wie wir nicht miteinander umgehen sollten. Und dass nach dem Ganzen wir es schaffen, wieder zueinander zu finden. Also man merkt ja im Moment, dass alles ein bisschen sich eher auseinander driftet, als zusammenzukommen. Und wir werden viel daran legen als Verein und auch in unserer Theaterarbeit und in unserer künstlerischen Arbeit, dass die Menschen wieder zusammenkommen und dass sie sich vertrauen und dass gerade auch die Kinder wieder Vertrauen schöpfen können in sich, in die Kunst und in das Miteinander, in das Lebendigsein. Hier vor Ort in Gotha vor allem auch die Lebendigkeit wieder dann wachzurütteln, wenn es wieder möglich ist. Wir hoffen sehr, dass das nicht zu lange mehr dauert, aber natürlich die Situation ist halt gerade so, wie sie ist und wir müssen das Beste draus machen. Uns geht es grundsätzlich gut. Wir können da jetzt eigentlich erstmal grundsätzlich nicht klagen. Wir sind eine kleine Familie mit einem Kind. Haben also auch nur ein Kind, also nur in Anführungsstrichen, wir haben ein Kind im Kindergartenalter. Das heißt, wir haben im ersten Lockdown keine Notbetreuung gehabt, da wir nicht systemrelevant in der Form sind, beide nicht. Im zweiten Lockdown haben wir die Notbetreuung noch nicht in Anspruch genommen. Wir haben es versucht, so hinzubekommen, einfach auch aus Schutz des Kindes und uns und auch der anderen Menschen. Aber jetzt nach doch fast einem halben Jahr, die wir als Kulturverein jetzt ja auch schon geschlossen haben, wird es eng, weil ich bin in der Geschäftsführung tätig und auch in der künstlerischen Leitung und ich arbeite im Moment abends und vormittags, also ganz früh stehe ich auf, um ein paar Stunden zu arbeiten, dann habe ich Kind und dann wieder abends. Und jetzt haben wir eine neue Mitarbeiterin, die auch eingearbeitet werden muss. Jetzt müssen wir, ab morgen werden wir die Notbetreuung in Anspruch nehmen, um einfach da auch den Verein weiter voranzubringen in der Corona-Zeit. Also wir haben Schwierigkeiten natürlich auch mit Einnahmen und so. Und da muss jetzt einfach nochmal viel mehr Energie reingesteckt werden, um das Jahr zu schaffen.
Ja, uns fehlt natürlich schon einiges, vor allem die ganzen Eigenmittel, die wir trotz allem brauchen. Wir sind ganz gut gefördert, da danken wir auch allen Fördergebern, die wir haben. Ganz vorne natürlich die Thüringer Staatskanzlei und auch die Stadt Gotha, die uns wirklich seit vielen Jahren da auch unterstützen und auch jetzt nicht im Stich gelassen haben. Aber ein großer Fördergeber, den wir auch danken, ist Trosos, die halt im nächsten Jahr aussteigen werden. Und die, ja, es ist eine Förderung, die immer mehr zurückgeht. Das heißt, wir haben immer mehr Eigenanteil und der fehlt uns natürlich komplett. Also wir haben null Einnahmen im ersten Halbjahr jetzt oder in den ersten 4 Monaten gehabt, bis auf ein paar Mitgliedsbeiträge, Teilnahmebeiträge, die trotzdem kommen, wo wir auch sehr dankbar sind. Aber jetzt kriegen wir doch so langsam ein bisschen Panik, vor allem wenn es heißt, es wird immer länger, der Lockdown, dass wir Eigenmittel brauchen. Und wir hatten heute eine Sitzung, wie können wir das hinbekommen, auch über digitale Medien und Geld zu akquirieren, über Streaming-Angebote, Workshop-Angebote etc. Haben auch gute Ideen und hoffen, dass wir die umsetzen können und dass das dann auch Einnahmen bringt. So, in der Hoffnung darüber dann die Eigenmittel für unsere ganzen Projekte und Stellen halt auch zu finanzieren. Also wir werden auch viel auf Spenden nochmal jetzt gehen müssen. Also wir hatten es im ersten Lockdown probiert und da hat es gut funktioniert. Wir haben eigentlich ganz gut Spenden bekommen. Und jetzt im zweiten Lockdown war es schon schwieriger, natürlich, weil alle Leute, wir können das auch super verstehen, alle Leute ja auch gucken müssen, wie kommen sie hin. Viele sind ja in der Kurzarbeit oder haben gar keinen Jobs. Also wie bei uns, die ganzen freien Künstler, die sind alle entweder im Hartz IV oder versuchen sich über Nebenjobs am Leben zu erhalten. Geht uns ja als Freie auch. Wir sind ja auch alle nur Teilzeitangestellte. Das heißt, ich habe auch eine Selbstständigkeit eigentlich, die auch brach liegt. Da habe ich natürlich Glück gehabt, weil ich eine Anstellung bekommen habe auf einer geringen Fügigkeit im Lebensart e.V. Da danke ich auch voll der ganzen Leitung dort, dass sie das mir ermöglicht haben. Aber alle anderen haben natürlich Schwierigkeiten und wir als Verein auch. Also da müssen wir jetzt schauen. Wir hoffen, dass wir das Jahr schaffen. Wir haben Corona-Hilfen bekommen, also im ersten Lockdown vor allem auch. Also die Starthilfe oder Soforthilfe, wie das damals hieß, haben wir bekommen. Jetzt die Dezember- und Novemberhilfe nicht, weil da sind wir nicht reingefallen aufgrund anderer Förderungen, die wir haben. Das ist halt jetzt schwierig gewesen, aber wir haben technische Unterstützung bekommen, also Förderungen über Neustart für Technik, also damit wir auch eben überhaupt streamen können, damit wir überhaupt digitale Angebote machen können und auch Homeoffice. Wir haben Projektförderungen bekommen über Neustart Kultur, also über das große Bundesprogramm. Das ist das Projekt Lebendige Zukunft, was wir jetzt gestartet haben. Und wir sind jetzt auch dran, auch bezüglich Lüftungsanlage, weil das Fundament hat zwar eine Lüftungsanlage, aber die muss aufgestockt werden. Da sind wir gerade dran, da nochmal ein bisschen vielleicht was zu bekommen. Und hoffen natürlich auf die Hilfen, die es jetzt nochmal gibt für freie Theater und auch soziokulturelle Zentren in der Ausfallunterstützung von Veranstaltungen. Also da gibt es jetzt nochmal Unterstützung, ich weiß jetzt gerade nicht genau den Namen, aber da müssen wir jetzt beantragen. Wach zu sein für alles, wach zu sein und wach zu bleiben für alle Belange, die es gibt. Man kann nicht alles schaffen, unter einen Hut zu kriegen, aber man darf auch die ganz Kleinen einfach nicht vergessen und auch die auch Leute mitzunehmen, die es wirklich schwer haben, wie freie Künstler, aber auch in anderen Bereichen, die Unternehmer, die Kleinstunternehmer, die Händler, hier auch in unserem Ort, die lokalen Händler, alle mit zu beachten. Und vor allem Förderungen, die sie jetzt zwar auf den Weg gebracht haben und auch teilweise ja auch gute Sachen dabei sind, eben auch in ihren Richtlinien so anzulegen, dass sie nicht nur für einen ganz, ganz kleinen Teil nutzbar sind, sondern breit gefächerter. Dann ist es vielleicht weniger für jeden Einzelnen, aber es hat wenigstens jeder vielleicht hoffentlich was davon. Und was wir auch gerne, gerade was jetzt in den Förderungen uns auffällt, es werden halt oft Sachen gefördert, ja, wo wir uns fragen, ja, nee, das ist nicht das Problem, sondern es ist das Problem, Stellen zu halten. Also Stellen, klar, da gibt es dann die Kurzarbeit, aber auch das ist nicht bei allen möglich. Wir haben zum Beispiel geförderte Stellen, da ist das wieder schwieriger mit Kurzarbeit.
sondern ja, also einfach auch zu schauen, was braucht es wirklich, wo ist der Bedarf? Und der Bedarf ist nicht immer nur in der Miete, weil manche haben auch mietfreie Objekte, aber eben dann in anderen Bereichen, im Personal oder in Stromkosten etc. Also da einfach breiter zu schauen, wie kann man den Verein, den Unternehmen, den Solo-Selbstständigen helfen, dass sie über die Runden kommen. Und auch generell mit den Maßnahmen, die sie ergreifen in der Corona-Politik, auch da wieder differenzierter zu schauen und nicht ja, so ganz eng. Also so kann ich es nur sagen. Es ist, ich kann viele Maßnahmen verstehen, aber ich kann auch viele Maßnahmen nicht wirklich verstehen, weil sie so nicht erklärt werden und auch ungerecht dadurch wirken. Ja, dass man halt wir als Künstler jetzt halt schon ein halbes Jahr wieder alles geschlossen haben, obwohl wir gute Konzepte haben und gar keine Möglichkeiten haben, irgendwie Öffnungsmomente zu uns vorzustellen überhaupt allein. Und andere dürfen halt so. Wo ich denke, oh krass, da treffen sich tausende von Leuten. So, zwar nicht zur gleichen Zeit, aber nach und nach. So, ja, das ist halt einfach, wo sie einfach vorsichtig sein sollen, glaube ich. Sonst gibt es ja, Unmut. Naja, wahrscheinlich die ganze Situation natürlich im Momentan ärgert einen immer wieder, weil man halt manche Sachen nicht versteht. Ich verstehe viele Sachen, die damit zusammenhängen und auch den Schutz. Wir haben das sehr ernst genommen von Anfang an, die ganze Situation und auch diese Erkrankung nehmen wir sehr ernst. Aber bestimmte Formen des Umgangs damit, die ärgern mich. Also weil das so ungerecht wirkt halt in vielen Positionen. Aber ich kann natürlich auch sehen, wie schwer das ist für alle, da irgendwie das Richtige zu finden. Das ist natürlich unmöglich. Das ist ja, ja, es wäre ja, das, ja, ich würde jetzt was sagen, es wäre ja Gott, also es geht ja nicht. Ne? Das ist natürlich klar, aber das ärgert einen schon. Und auch jetzt wieder diese Verlängerung des Lockdowns und nochmal Verlängerung, nochmal Verlängerung, das ist halt, mir fehlen die Perspektiven oder andere Lösungswege als immer nur so, so, so. Also da fehlt mir die Kreativität so ein bisschen. Aber mich freuen eher jetzt natürlich gerade die kleineren Dinge und mich hat gefreut, dass viele den Osterspaziergang, den wir ins Leben gerufen haben, durchgeführt haben und auch Spaß hatten daran. Mich hat gefreut, dass überhaupt kleinere Projekte durchgeführt werden können, so im Digitalen natürlich, aber eben doch durchgeführt werden können. Ich freue mich auch immer, ja, wenn meine Tochter bestimmte Dinge sich daran einfach erfreut, weil sie auch in den kleinen Dingen ihre Freude erkennen kann. Das ist auch so eben das Schöne gerade vielleicht, dass man das wieder ein bisschen mehr bemerkt und auch dafür wach ist, dass man die Natur auch nochmal neu wieder erlebt, weil man viel rausgeht und eben andere Lösungen finden muss, weil vieles halt einfach zu hat. Und ja, das sind so die kleinen Freuden gerade für uns.